Okay, wir schütten ihn drüber. In 3, 2, 1. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute wird es richtig krass. Wir stehen nämlich gerade vor dem Geheimhaus von XOXO. Im Hintergrund könnt ihr schon sehen, wie runtergekommen das Ganze ist. Und es ist nicht nur dieses Haus, hier oben gibt es auch noch irgendwie eine Hütte. Und da irgendwo soll die XOXO-Maske versteckt sein und irgendwie noch Zaubertränke oder so. Und mit einem von den Tränken soll es sogar möglich sein, die XOXO-Maske zu zerstören. Bevor wir aber anfangen, gebt jetzt mal alle einen fetten Daumen nach oben. Bei 5000 Daumen nach oben kommt die nächste XOXO-Folge. Abonniert auch kostenlos diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Aber mit all dem, was wir jetzt gesagt haben, let's go! Okay, Freunde, wir sind jetzt am Eingang von dem Haus. Das ist wirklich mega geheim. Wir sind hier mitten in irgendeinem Wald und hier soll sie mal gelebt haben oder immer noch leben. Okay, wow, das Dach hier ist ja mega eingestürzt, Freunde. Wie kann das denn sein? Aber hier muss XOXO noch irgendwo leben. Oder XOXO, wie man das Ganze auch immer ausspricht. Und wow, schaut mal hier. Da liegt irgendein Schuh auf dem Boden oder so, ein Pinker. Das würde ja zu ihr passen. Ist ja mega krass, aber wie eklig. Dann muss hier auch irgendwo die Maske sein. Oder der Trank, der die Maske zerstören kann. Vassie hat es ja schon öfters versucht, aber hat es nicht geschafft. Aber mit diesem Trank muss es möglich sein. Der Trank der Zerstörung. Okay, aber schauen wir uns mal weiter hier drin um. Hier unten vielleicht irgendwo, da geht es mega weit runter. Boah, nee, aber da liegen noch Flaschen. Aber was ist das da hinten? Wow, da sind irgendwelche Flaschen in dem Schrank, oder? Und da leuchtet auch irgendwas. Okay, machen wir es direkt mal auf. In 3, 2, 1, let's go. Oh, da sind mega viele Zaubertränke drin. Vielleicht auch der die Maske zerstören kann. Hier haben wir einmal den Fliegenzaubertrank. Okay, dann gibt es noch Vampir mit irgendeiner Spritze oben drin. Was soll das? Ist ja mega eklig. Da ist wie Blut drin oder so. Dann noch hier irgendein Unsichtbarkeitstrank. Der sieht ja auch mal richtig eklig aus. Schaut mal, was da drin rumschwimmt. Ein Liebestrank. Wow, okay. Da bin ich gespannt, was da passiert. Dann noch ein Dämonentrank, ein Zombietrank, wo irgendwas leuchtet, und ein Werwolftrank. Okay, ist ja richtig krass, aber jetzt kein Zerstörungstrank oder so. Und den brauchen wir ja. Ich meine, das hier sind ja alles ganz normale Zaubertränke. Aber wartet mal. Wenn diese Zaubertränke hier stehen, dann muss dieses Haus echt sein. Und hier irgendwo muss auch die XOXO-Maske sein. Die echte Maske von XOXO. Aber wo könnte die noch versteckt sein? Okay, aber wo könnte die noch sein? Das Haus haben wir eigentlich weitestgehend durch. Ah, ich hab's. Es gibt doch noch ein zweites Gebäude und das da oben, oder? Dann lass uns da direkt mal hingehen. Kommt mit, schnell. Es wird nämlich auch gleich dunkel und ich will hier eigentlich nicht bei Nacht sein. Wow, pass auf. Dieser Baumstamm bewegt sich eigentlich. Wow. Okay, krass. Nicht, dass das ganze Haus zusammenfällt. Auf jeden Fall steht hier oben noch so eine kleine Hütte. Der Eingang sieht auch mega gruselig aus. Aber okay, dann klettern wir hier mal hoch. Boah, wow, was ist das denn für ein kranker Hügel? So einen kranken Hügel habe ich wirklich noch nie gesehen. Okay. Jetzt noch hier um den Baum. Und jetzt sind wir schon an der Hütte. Und hier ist einfach dieser gruselige Eingang. Hier drin muss die XOXO-Maske sein. Soll ich reingehen? Gebt jetzt mal einen fetten Daumen nach oben und abonniert kostenlos diesen Kanal, Freunde. Okay, gehen wir mal rein. Und wow, das ist wirklich mega dunkel hier drin, Freunde. Okay, hier vielleicht irgendwas. Wow, was liegt hier? Irgendein umgedrehter Eimer. Und hier schauen irgendwelche Haare raus. Ist das die XOXO-Maske, Freunde? Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn das jetzt wirklich die XOXO-Maske ist, dürfen wir die auf keinen Fall berühren. Ansonsten werden wir die nicht mehr los. Es gibt nämlich einen Fluch, dass sie einem dann immer folgt. Egal, ob wir sie wegwerfen oder so, sie kommt immer wieder. Aber gut, heben wir jetzt mal den Deckel an. In 3, 2, 1, let's go. Wow, okay, ja wirklich, das ist die Maske. Es stimmt wirklich, wir haben unten diese Zaubertränke gefunden und hier die Maske. Schaut euch die mal an, wie creepy die aussieht. Und da liegt noch irgend so ein Beil oder so. Das sieht ja richtig krass aus. Schauen wir mal, wie scharf das ist. Okay, ja, oh mein Gott, ist hier mega durchgegangen. Aber wir können die Maske immer noch nicht anfassen. Wie machen wir das dann? Ich hab's. Wir können das doch mit diesem Beil hier in diese Schale schieben. Und dann müssen wir das Ganze nicht anfassen. Okay, let's go. Schale hier hin und die XOXO-Maske hier runterschieben. Schieben wir sie mal rein. Los. Okay, jetzt ist sie drin. Heben wir das Ganze mal wieder hoch. Und damit können wir eigentlich runter zu den Zaubertränken gehen und schauen, was passiert, wenn wir die auf diese Maske hier schütten. Ob die Maske dann auch ein Vampir wird oder so? Egal, testen wir das Ganze aus. Let's go. Okay, Freunde, wir sind wieder zurück. Hier stehen die Zaubertränke. Ah, die können wir nicht einfach so anfassen. Nicht, dass wir die irgendwie über die Hand bekommen oder so. Dann werden wir zum Werwolf. Oder wir fangen an zu fliegen oder so, welchen Trank wir
auch immer nehmen, aber dafür habe ich immer meinen Laborkittel dabei. Und wir sind umgezogen, aber keine Angst, Kapuze und Maske brauchen wir erstmal nicht, so ziehen wir das Ganze wieder aus. Weil eigentlich kommt ja nichts an unseren Kopf oder so. Das Ding ist, jetzt haben wir einen Vorteil, wir haben Handschuhe an, damit können wir die Maske ja anfassen. Aber jetzt kommen wir zu dem, wegen dem ihr eingeschaltet habt. Wir werden alle Zaubertränke zusammenmixen, um die XOXO-Maske zu zerstören. Okay, Freunde, fangen wir mal an mit dem Unsichtbarkeitstrank. Wir schütten jetzt alle zuerst mal einzeln drüber und wenn das nicht funktioniert, dann mixen wir alle zusammen. Okay, mach mir den mal auf. Okay. Boah, der riecht ja mega eklig. Ich glaube, den Trank habe ich auch schon mal im Video mit Cayman getestet. Und der hat wirklich funktioniert. Das heißt, der sollte hier eigentlich auch gehen. Okay, dann schütten wir ihn mal über die Maske. Er braucht kurz, bis er wirkt, aber gleich dürfte er wirken. Okay, wir schütten ihn drüber in 3, 2, 1. Okay. Und wow, was kommt da denn für Zeug mit raus? Okay, und das sollte reichen. Wir müssen ja nachher noch was haben zum Zusammenmixen. Und jetzt braucht es, glaube ich, ein bisschen Zeit. What? Hä, die war doch gerade noch hier, oder? Und jetzt ist da nichts mehr außer diese Dinger hier. Mit den Handschuhen können wir das überhaupt anfassen. Aber wo ist die hin? Zug zur Maske, bist du... Oh, wow, was hat mich denn da gerade... Wow, wow. Die hat mich gerade irgendwie geschlagen. Was geht denn hier... Oh. Oh, wow, hier liegt sie ja wieder. Oh mein Gott, die hat mich gerade einfach geschlagen. Was willst du, Maske? Oh mein Gott, Leute, ihr habt schon gesehen, mit dem Unsichtbarkeitstrank hat es nicht funktioniert. Ah, jetzt versuchen wir direkt mal den nächsten. Okay, den stellen wir mal wieder rein, aber welchen nehmen wir jetzt? Wir haben noch Fliegen, Vampir, Dämon, Zombie, Werwolf. Werwolf klingt doch eigentlich wie ein guter Trank. Und bei Cayman und mir hat er wirklich auch schon funktioniert. Das heißt, der dürfte bei der Maske auch gehen. Dann lass uns jetzt keine Zeit verschwenden und uns direkt drüber schütten. Let's go. Wartet mal, seht ihr das? Hier ist irgendwas in dem Schrank mit Absperrband umwickelt oder so. Lass uns das mal runterziehen. Hier steht irgendein Paket. Notice, Biological Hazards. Was bedeutet das? Das ist irgendwie so ein Biokampfstoff oder so. Holen wir es mal raus. Und wow, ja. Diese Kiste ist auch echt mega schwer. Ah, da steht noch mehr drauf. Hier wieder irgendeine Warnung und hier ein Totenkopfzeichen. Okay, vielleicht ist das ja der Zerstörungstrank. Wow. Lass uns die jetzt zuerst mal öffnen und danach den Werwolftrank auf diese Maske hier schütten. Okay, hier einmal durch. So, jetzt ist es offen. Und ihr seid sicher gespannt, was da drin ist. Ich nämlich auch. Wow. Aber was ist hier drin? Sieht aus wie Spinnenweben oder so. Und hier dazwischen? Da steht irgendein Gefäß oder so. Holen wir das mal raus. Und wow, ja, hier steht wirklich irgendwas drin. Und was ist das? Da steht Zerstörungstrank drauf, Freunde. Und noch irgendwie so ein Männchen mit einem Totenkopf drauf. Wartet mal, das heißt, wir haben den Zerstörungstrank gefunden. Ah, der ist mega gefährlich, Freunde, halten wir lieber mal Abstand. Weil wenn wir den hier über uns schütten, dann werden wir auch zerstört. Das ist einfach so gefährlich. Aber gut, lassen wir den erstmal hier drin stehen und machen jetzt weiter mit den normalen Tränken. Und wenn die alle nicht funktionieren, auch gemixt, dann können wir den Zerstörungstrank verwenden. Bleibt deswegen auf jeden Fall ganz bis zum Ende vom Video dran. Da testen wir nämlich den Zerstörungstrank. Aber jetzt weiter mit dem Werwolftrank hier. Und den können wir hier direkt drüber schütten. Ne? 3, 2, 1 und yo, er läuft über die Maske. Lassen wir wieder mal ein bisschen drin. Und jetzt sollte sich die Maske gleich in den Werwolf verwandeln oder so. Ich meine, Werwolftrank verwandelt sich in den Werwolf. Aber während der Werwolftrank einzieht, schauen wir, welchen wir als nächstes benutzen. Oder sollen wir erstmal alle zusammenschütten? Okay, für den Fall habe ich nämlich auch direkt ein Gefäß dabei. Da können wir jetzt alle Tränke reinschütten. Okay. Okay, zuerst den Liebestrank und rein damit. Wow, der ist mega pink und riecht... Ja, eigentlich mega rosig, mega gut. Jetzt noch den Zombie-Trank. Der hatte vorher noch geleuchtet, jetzt nicht mehr. Aber gut, schütten wir auch mal ein bisschen was davon rein. Der Dämon-Trank, der ist wirklich mega krass. Den probiere ich sogar mal, den habe ich nur mit Cayman probiert. Und da ging es nur 2 Sekunden oder so. 3, 2, 1. Okay, der dürfte auch noch gleich wirken. Okay, aber mir wird irgendwie schon schwindelig. Okay, Freunde. Das war ja mal wieder viel zu krass. Okay, man bekommt irgendwie solche schwarzen Augen. Auf jeden Fall davon auch ein bisschen was rein. So. Dann noch Unsichtbarkeitstrank. Den haben wir ja gerade schon ausprobiert. Funktioniert. So, ein bisschen was rein. Und zu guter Letzt noch 2 Stück Fliegen und Vampir. Und hier ist noch irgendwie so eine Spritze mit Blut dabei. Die träufeln wir am besten nachher über die Maske. Okay, hier noch beide rein. Fliegen und Vampir. So. So, wir sind fertig. Und jetzt haben wir alle Tränke.
zusammengemixt. Was ist denn mit der Maske los? Wow, kranker, stimmt ja. Wir haben den Werwolf-Trank drüber geschüttet. Und jetzt wurde eine Werwolf-Maske draus. Ja, sieht so aus. Richtig mit Manny hier hinten irgendwie. Okay, krass. Das heißt, die XOXO-Maske hat sich jetzt in eine Werwolf-Maske verwandelt. Okay, gut. Aber was sollen wir jetzt mit der Maske machen? Ich meine, wir brauchen noch keine Wolfsmaske. Werfen wir die mal weg. Oh mein Gott. Wow, was hängt da? Hä, ist das die Xoxo-Maske? Ist die gerade wiedergekommen? Ach, stimmt, wenn man die wegwirft, kommt die ja wieder. Ah, das passiert nur, wenn man sie angefasst hat. Wartet mal, das heißt, durch die Handschuhe wirkt dieser Fluch auch? Och nein, dann kriegen wir diese Maske jetzt nicht mehr los. Außer vielleicht nachher mit dem Zerstörungstrank. Oder mit den Tränken, die wir gerade gemixt haben. Okay, die Maske hier hin und hier ist unser Gemisch hier. Das sieht mega braun aus, aber okay, das schütten wir jetzt direkt mal drüber. Let's go. Mein Gott, ja, es geht mega drüber. Schütten wir es mal auch über die Haare ein bisschen. Aber irgendwie passiert da nichts, oder, Freunde? Aber woran könnte das liegen? Ah, da war doch noch die Spritze. Ja, hier liegt die noch mit diesem Blut oder so. Und das spritzen wir jetzt da drauf. Okay, und wir drücken die Spritze auf diese Maske auf. Wow, das ist ja wirklich wie so Blut oder so. Und es verbreitet sich hier drauf auch mega. Ja, schaut mal, das macht die Handschuhe mega rot. Aber okay, das Blut ist jetzt drüber. Es sieht auch krank aus, aber es passiert irgendwie nichts. Okay, ganz komisch. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Zerstörungstrank. Okay, hier ist der Zerstörungstrank und hier legen wir jetzt auch die Maske rein. Okay, und jetzt schütten wir den Zerstörungstrank über die Maske. Ich hoffe, es passiert was. Und vielleicht bekommen wir sie sogar endlich zerstört. Okay, let's go. Okay, wir schütten ihn drüber in 3, 2, 1. Oh mein Gott, dieses ganze Blut geht... Ah!